Hallo und herzlich willkommen hier zum Landwirtschaftssimulator auf der Lostberg Map. Heute wird ein bisschen Ballen gestapelt. Ihr habt mich auf einen kleinen Fehler hingewiesen, den ich begangen habe. Und zwar habe ich ja extra gesagt, wir nehmen die Zange, damit wir nicht in den frisch folierten Silageballen reinstechen müssen. Jetzt haben wir natürlich den Akrosin, der quasi so Haken in den Ballen reindrückt, um den Ballen hochzuziehen. Ganz vergessen, dass der Akrosin so fummeliger war, von der Bedienung her, als der Wickler. So. Machen wir hier mal ein bisschen vorsichtig die Kurve. Irgendwas hin? Ich weiß es nicht. Och, Mann. Also, der Akrosin ist echt ein bisschen nervig. Das ist so schmal da vorne, das ist irgendwie genauso breit wie der Ballen, habe ich immer den Eindruck. Aber es geht natürlich trotzdem wesentlich schneller als mit Frontlader, deshalb behalten wir das jetzt erstmal bei. Und wenn man den einmal drin hat, dann funktioniert das ja auch ganz gut. So, ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut sehen kann. Genau, der hakt ja hier quasi ein. Genau, da hat er so seinen Greifer drin, sag ich mal. Ja, dementsprechend ist es halt wichtig, dass man hier gezielt vorgeht. Ja, ich habe ein bisschen gelesen, was ihr zu dem Gespann gemeint habt. Ja, ihr wart auch der Meinung, dass man da ordentlich PS vorhängen sollte. Also 250 war, glaube ich, so das Minimum, was ihr da gerne sehen wolltet. Was habe ich sonst noch gelesen? Ja, ich soll, glaube ich, mehr Ballen machen und nicht ganz so viel auf dem Feld. Halt Ansaat und so weiter. Aber wir wollen ja alles mal probieren. Und ich finde, das ist wichtig, weil die meisten konzentrieren sich, glaube ich, ziemlich bei dem DLC auf die Ballen. Und man darf ja auch den Rest nicht vergessen. Es sind ja auch durchaus noch andere interessante Sachen vorhanden. So. Ansonsten wurde auch schon von euch quasi gesagt, ja, also die Sämaschine mit 4 Meter für die kleinen Felder findet ihr auch ganz sinnvoll. Die wollt ihr, glaube ich, auch ganz gerne haben. Das war jetzt dumm. Geht das? Ich habe mich dran gedacht, dass ich hier auch rausfahren muss. Ich dachte, ich könnte die jetzt schön hier in Reihe stellen. Das war richtig dumm. Wie rette ich denn jetzt diese Situation? Jetzt habe ich den nämlich da schön eingeklemmt. Eigentlich kann ich das Ganze nur mit entsprechend dem Frontlader lösen. Würde ich sagen. Mensch, da dachte ich mal, ich wäre schlau und habe eigentlich nur alles kaputt gemacht. Mal wieder. Mensch, Mensch, Mensch. Schon schlimm, wenn man nicht mitdenkt, ne? Aber wichtig ist nur, die rechte Seite verstellt sich. Das heißt, wir sollten noch mit der linken Seite ziemlich bündig ranfahren und nicht alles kaputt machen dabei. Eigentlich nimmt man die, glaube ich, quer, ne? Haben wir nur hier, glaube ich, wenig Platz für. Ja, haben wir hier, glaube ich, gar keinen Platz für. Versuchen wir es mal. Von da. Sorry. Habe ich mal wieder. Wie war das nochmal mit Mitdenken und so? Das muss doch passen. So. Nein! Was macht die Ballengabel da? Na gut, jetzt ist auch schon egal, ne? Habt ihr das gesehen? Was? Die hält ja gar nicht richtig. Nö. Nee, finde ich die nicht mehr so cool. Fand die so schön. Kann ich ja mir doch wieder eine andere suchen, glaube ich fast. Ja. Ich werde mal ein bisschen Ballen aufsammeln. Ich fange mal hinten in der Ecke an. Schade. Ich dachte irgendwie, dass, gut, der Fehler, die da abzusetzen, war jetzt meiner, dass ich mich da verkeilt habe. Aber dass die Ballengabel ein bisschen schöner vom Handling ist, hätte ich schon gedacht. Wahrscheinlich müssen wir sogar wirklich den Piekser nehmen, also. Und die aufpieksen, die Ballen. Dann rutschen sie vermutlich zumindest weniger rum. Ist ja auch begrüßenswert. Nee, also. Der Akrosin, mit dem werde ich kein Freund. Gerade wenn man den Kuhn gewöhnt ist und einfach nur reinfährt, ist das hier schon eine ganz schön mächtige Umstellung. Das
man auf einmal aufpassen muss, wie man hier fährt. Müsst ihr mal schreiben, ob ihr damit besser zurechtkommt, ob das irgendwie an mir liegt, kann ja auch sein. Aber ich habe hier echt, merkt man ja häufig, Probleme mit. Bin da irgendwie nicht so talentiert. Was mich auch mal interessieren will, das können wir gleich mal ausprobieren, was passiert, wenn die Ballen auf den Kopf fliegen? Werden die dann da irgendwie nicht eingezogen oder, ja, was passiert damit? Transportstellung B. Ups. Nee. Irgendwie lässt sich der am 724 auch nicht so weit lenken, ne? Guckt man immer in die Kollision von dem Heck am Bau. Hey, jetzt sitzt er da auch noch verkeilt. Och Mensch, ich und der Akrosin, ne? Das sind sie. Ja, so kann das nichts werden. Probieren wir mal ein bisschen rum. Wir haben ja Zeit. Wir lassen uns ja nicht stressen oder so. Dementsprechend schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen vorankommen. Hat ja noch nie. Wie war das nochmal? Wer da leckt mich im Arsch? Du fahr doch vorbei. Hm. Wer es nicht kennt, müsst ihr unbedingt mal sehen. Hermann und das liebe Vieh. Hermann? Ja doch, Hermann und das liebe Vieh. Ist so eine kleine Doku, die ganz nett gemacht ist, aber der Typ ist halt echt witzig. Der Gute. Echt ein witziger. Halt so ein älterer Typ in der Nähe von Hannover, der da seinen eigenen Hof hat und ja. Ist ganz witzig. Macht halt die ein oder andere witzige Aussage. Kann man sich echt mal antun, die Doku. Ich gucke generell gerne Landwirtschaftsdokus. Gibt es leider nicht so viele, finde ich. Vielleicht, weil ich so viele schon geguckt habe. Aber was ich so auf YouTube in den Jahren gefunden habe, gibt es ja immer mal wieder was Neues. Gucke ich immer ganz gerne. Da gibt es eigentlich coole Dokus. Über Erntesaison und so weiter. Alles Mögliche. Ja, ja. Das ist eigentlich auch was, was ich, sage ich mal, ich gucke ja echt überhaupt gar kein Fernsehen mehr. Aber so Dokus, die quasi fürs Fernsehen gemacht worden sind, aber jemand auf YouTube hochgeladen hat oder sowas, das gucke ich mir schon noch an. Oder Serien halt, schaue ich auch immer mal wieder. Aber ich bin halt echt keiner, der sich irgendwann vor den Fernseher setzt. Sogar hier Goldrausch, habe ich ja erzählt, gucke ich ganz gerne. Habe ich aber auch, glaube ich, habe ich noch nie im Fernsehen geguckt. Habe ich bis jetzt immer in der Videothek geguckt. Das Coole an der Videothek ist halt, du weißt, okay, wenn am Sonntag die Folge gekommen ist, kannst du im Endeffekt, wenn es richtig gut läuft, manchmal schon eine Stunde vorher oder so in der Videothek gucken. Und wenn es nicht so gut läuft, ja, dann kannst du halt am nächsten Tag gucken. Und wenn du da keine Zeit hast, später, das finde ich halt, da ist das Fernsehen halt, sage ich mal, nicht so cool wie das Internet einfach. Beim Fernsehen musst du dann da sein, wenn die Show läuft, sage ich mal. Ist genau dasselbe wie beim Livestream. Wenn man nicht gerade Livestream-Aufzeichnungen hochlädt, dann müssen die Leute beim Livestream dabei sein, um alles Coole mitzubekommen. Und das ist halt auch so ein bisschen das Problem, denke ich, für einige. So, ich überlege gerade, ob wir einen Tieflader uns holen. Wir machen ja wieso gerade ein bisschen Testphase und die ganzen Sachen hier, das ganze coole Equipment kommt ja wieso nach der Ballenernte hier weg. Und dementsprechend könnte man ja jetzt einfach mal sagen, wir stellen die ganzen Ballen auf den Tieflader. Das wäre doch mal geil, oder? Also ich finde das, glaube ich, ganz schön. Ein paar Ballen auf den Tieflader, da macht man nichts falsch mit. Im Moment habe ich ein bisschen mehr raus mit den Akrosinen. Ich habe auch das Gefühl, als ich den einmal in Arbeitsstellung gebracht habe und wieder raus, seitdem lenkt er sich besser. Der hatte vorhin immer so einen riesigen Wendekreis. Und ich vermute, dass da irgendwas mit den Kollisionen nicht hinten gepasst hat. Guck mal, jetzt kann man den so richtig bis an den Reifen ranlegen. Und vorher war das immer so, dass der irgendwie nur so bis so ging. Und dadurch der Wendekreis auch so extrem benachteiligt ausgefallen ist. Und wutsch. Einen da, einen Ball haben wir noch. Ja, das ging eigentlich schnell, ne? Also,
gut, ich bin sicher nicht der schnellste Arbeiter und ich trödel auch ein bisschen, aber ich finde dafür, was wir hier an Zeit investiert haben, sind wir echt weit gekommen. Müssen nur uns mal überlegen, wie wir die Ballen, die jetzt einzeln sind, irgendwie transportiert bekommen. Aber man muss ja ehrlich sagen, dass die Zange da vorhin sich echt nicht von der besten Seite gezeigt hat. Hä? Ah, okay, jetzt fährt er in Arbeitsposition. Ich glaube, das Ding hat am Anfang irgendwie halb zwischen Arbeitsposition und Transportposition hin und her geschwankt. Und deshalb lief das Ding so komisch, vermute ich. Ist eigentlich meine einzige Erklärung. Sonst brauchen wir halt irgendwie ein anderes Handling-Gerät. So, haben wir den schon mal da rausgezogen, zumindest aus den großen Stapeln. Die großen Stapeln sollte natürlich jetzt nichts mehr kaputt machen. Hat ja auch Arbeit gemacht, die zu machen. So. Jetzt probieren wir mal so einen einzelnen zu packen. Ob das denn besser geht mit der Gabel. Gerade mehrere zu packen, hat ja leider im Ballenchaos geendet. Man darf nicht zu weit zudrücken, ist glaube ich der Fehler. So ist, glaube ich, schon grenzwertig. Habe ich so ein Gefühl. So. Ja, man darf nicht zu weit zudrücken. Der reagiert nicht so richtig auf die Kollision, sondern man kann weiter drücken. Und wenn man das dann tut, dann knallt es irgendwann. Mensch, gerade kommt richtig die Sonne raus. Ich nehme gerade am Tag auf, an dem ihr auch die Folge bekommt. Das ist relativ früh am Morgen. So, naja, ich habe gerade gefrühstückt, jetzt nehme ich auf und mit etwas Glück sollte die Folge dann heute noch kommen, gegen Abend. Bin mal wieder spät dran, ich möchte mal gerne mal wieder, habe ich letztes Jahr schon erzählt, mal so eine wirklich schöne 2-3 Stunden Aufnahme auf der Lossberg machen, aber irgendwie komme ich nie dazu und vor allen Dingen so eine lange Aufnahme mache ich ehrlich gesagt auch ungerne alleine, da würde ich dann lieber wieder jemanden dabei haben wollen, weil da kann man ja dann ein bisschen... Ja. Gut, so ist richtig katastrophal in die Gabel gepackt. Ich weiß nicht, ich komme mit der Gabel nicht so klar. Ich weiß nicht, ob die Gabel einfach ein bisschen Probleme macht. Kann ja auch sein, dass die mit dem neuesten Patch nicht so zurechtkommt. Weil einige Sachen machen ja anscheinend seit dem neuen Patch Probleme. Ich kann mich jetzt nicht mehr über die Performance beschweren. Es liegt, glaube ich, an meinem Rechner. Ich habe es manchmal, dass der den RAM... ich weiß nicht, woran das liegt, dass mein RAM einfach fast komplett ausgelastet ist. Manchmal random. Da laufen auch keine Prozesse, wo man jetzt irgendwo sieht, dass die jetzt RAM fressen. Ich glaube, ich muss einfach mal wieder neu aufsetzen. Weil wenn dann mein RAM auf 90% voll ist und ich dann anfange aufzunehmen, dann, dann führt das schnell zu Performance-Problemen, sage ich mal. Und, weil so ein paar Gigabyte RAM sind ja für so eine Aufnahme auch nicht schlecht. Ich habe übrigens 16 GB, manche werden jetzt wahrscheinlich fragen. Wahrscheinlich bekommt mein nächster PC dann 32 oder 64. Aber mal schauen, aktuell ist so ein komplett neuer PC eigentlich nicht geplant. Ist ja auch ein bisschen teuer und meiner ist eigentlich gut, ist auch schon wieder 3 Jahre alt, aber man möchte ja auch mal Sachen ein bisschen länger behalten. Und mit der neuen Grafikkarte, denke ich, kommt da eh noch viel an Leistung. Aber, was ich auch noch sagen wollte, gegen Ende der Folge, ich habe von Astragon bzw. Rondo Media, sind ja auch der Publisher vom LS und so, ein Spiel zugeschickt bekommen und zwar The Hunter Call of the Wild, also das neue Jagdsimulationsspiel. Im Endeffekt ist es, ja, ist es eigentlich ein neues Spiel. Sieht deutlich geiler aus, finde ich, optisch, also von der Grafik her wirklich stark, finde ich. Also, da sieht man richtig, dass sich da Leute Mühe gegeben haben, grafisch. Wir fahren mal eben 1-2 Geräte wieder weg. Dann haben wir hier nicht alles rumstehen. Macht ja auch nur Arbeit. Ups. Kommen wir hier durch? Wird eng, ne? So. Und schon sind wir durch. Hier ist eine Stelle, da geht meine Performance immer runter. Ich weiß auch nicht. Jetzt, ich denke mal, das liegt auch ein bisschen daran, ein bisschen an meiner Grafikkarte, ein bisschen daran. Gut, ich spiele, glaube ich, gerade nicht auf 4K, sondern auf 2K.
Aber das fühlt sich gerade wieder so an, als wäre mein RAM auf einmal wieder voll. Weil gerade dann hier in dieser Ecke läuft das dann immer ziemlich, ich glaube wegen ganzen Bäumen und so ist die Performance hier ein bisschen schlechter generell als auf anderen Stellen der Map. Und wenn dann mein PC noch irgendwie meint, ein bisschen zicken machen zu müssen, dann eskaliert das halt schnell. Manche haben auch geschrieben, die haben schon seit Anfang an beim LS17 diese Ruckler. Aber ich glaube, da liegt es dann einfach daran, da müsst ihr da mal die Grafikeinstellung runterdrehen, dass euer PC einfach relativ nah am Minimum ist von den Anforderungen her. Das kann ja gut sein. Ich mache hier einfach mal so einen Platz. Ich glaube, der ist eigentlich gedacht, um hier mal Force-Geräte oder so unterzustellen. Ich werde jetzt hier einfach mal das Ballen-Equipment unterstellen, weil eigentlich gehört es ja nicht auf dem Hof. Ist ja quasi, ja nicht nur quasi, es ist eigentlich nicht unseres. So. Hier, yo. Aber die Ruckler werden wir, denke ich mal, bald in den Griff bekommen. Also was ich gelesen habe, soll in 2 Wochen die 1080 Ti rauskommen. Und dann werde ich mir die auch relativ zügig, sobald es da ordentliche Kühlerlösungen und so gibt, bestellen. Ich denke mal, ja, mit etwas Glück vielleicht Richtung Ostern oder so, dass ich dann die Grafikkarte habe. Das wäre natürlich, glaube ich, eine geile Sache. Und dann wird die Leitung ja wohl definitiv auch schon länger verlegt sein. Ist mittlerweile ein bisschen witzig, ne? Also manchmal fühle ich mich ja verarscht. Ich glaube, internetleitungmäßig habe ich einfach immer Pech. Weil, ja, es ist ein bisschen schlecht, jetzt unsere Straße zu beschreiben. Es ist halt so eine Art, also die führt halt quasi im Kreis und hat dann an der Seite noch so 2, 3 Sackgassen. Und wir wohnen halt am Ende von einer Sackgasse. Und auf der Straße, die parallel dazu läuft, wo du halt dazwischen so ein kleiner Rad, dazwischen ist dann halt, ja, ich sag mal eine Unterbrechung und dann kommt eine neue Straße. Und die Straße ist aktuell gebaut und quasi die, die so im Kreis sind. Nur die Sackgassen fehlen halt noch. Also, ja, ich bin gespannt. Die Bagger stehen quasi immer vor der Haustür, aber buddeln nicht bei uns, sondern immer bei den Nachbarn. Das ist echt mies. Vor allen Dingen, weil mir ist jede Sekunde, ja, jede Sekunde ist übertrieben, aber jeder Tag mit meiner alten Internetleitung ist nah. Und gerade wenn man weiß, jetzt geht's bald los, dann wäre es schöner, wenn das auch irgendwann mal zügig der Fall ist, dass wir ein bisschen zügiger uploaden können und nicht vielleicht, obwohl die Folge wird jetzt gehen, ich schätze mal so 4-5 Stunden, braucht die zum Hochladen. Dann habt ihr die heute Nachmittag, heute Abend. Manche schreien jetzt, oh, ist ja krass. Oh, weiß nicht, bin dran gewöhnt. Hab auch schon von einigen YouTubern gehört, einfach wenn man von Anfang an eine gute Internetleitung hat, anfängt Videos hochzuladen, dann ärgert man sich darüber, dass man eine halbe Stunde zum Hochladen von einem Video braucht. Und ich war halt dran gewöhnt, dass ich auch schon mal 12 Stunden oder 13 Stunden für ein Video hochgeladen habe. Dann sind 4-5 Stunden auf einmal sehr erträglich. Oder manchmal ist es ja auch nur eine Stunde, ne? Aber unter einer Stunde ist eigentlich nichts. Also eine Stunde ist schon, was weiß ich, eine Nachtfolge in Cockpit-Ansicht dreschen oder so. Das wäre entsprechend ein kleines Video von der Größe her. Einfach weil man relativ wenig sieht, dadurch dann die Details runtergehen und so weiter. Das Video dann einfach nicht so viel Speicher braucht. Hier im MB-Truck hat die Ecke hier eine deutlich bessere Performance. Ja, aber da werde ich mich auf jeden Fall noch um eine Lösung bemühen. Das kriegen wir schon irgendwo hin. Es ist ja auch alles noch spielbar. Es ist ja noch nicht so, dass man sagt, boah, geht gar nicht. Sondern es ist so, dass man mal dann unter die 30 FPS fällt, die man normalerweise haben soll. Sollte. Und normalerweise spiele ich ja eher auch mit höheren FPS. Gerade beim Livestream ist das alles gar kein Problem. Da habe ich meistens so 40, 50, 60. So, Kuhnpresse abgestellt. Den MB-Truck können wir eigentlich gleich hier stehen lassen, weil wer weiß, da vorne ist auch schon gemäht, wenn wir da in der Ecke weitermachen. Ja, ich glaube aber, dass wir für heute schon fast durch sind und dann können wir eigentlich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder zahlreich dabei. Ich finde meine Ballenausstellung hier ja eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Also für meine Verhältnisse ist das ja richtig was geworden hier vom Ballen-Equipment. So, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Tschüss.